Wissen Sie, wie das Finanzamt dem ganzen Schwarzgeld auf die Schliche kommt? Ganz einfach. Das Finanzamt zählt einfach eins und eins zusammen. Wenn nämlich mehr Geld rausgeht, als offiziell reinkommt, dann geht das Finanzamt davon aus, dass da was an der Steuer vorbeiläuft. Und das führt dann dazu, dass das Finanzamt schätzt. Es schätzt, was wirklich an Geld reingekommen ist und will darauf die Steuer haben. Wir Steuerrechtler, wir nennen das die Geldverkehrsrechnung. Und genau dazu haben wir jetzt ein neues Urteil reinbekommen vom Finanzgericht aus Münster. Ich verrate Ihnen heute, wie das Urteil ausgefallen ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TaxPro in Frankfurt am Main. Wir schauen uns als erstes mal an, wer da gegen das Finanzamt geklagt hat. Das ist ein Mann, der hat eine GmbH. Und diese GmbH, die gehört ihm auch. Da ist er auch Geschäftsführer. Die GmbH macht in Großhandel und es läuft vieles bar. Genau das ist ja das Problem bei der Steuer. Das Finanzamt ist dann hingegangen und hat gesagt, so, den Betrieb, die Firma, die prüfen wir jetzt mal. Und wir prüfen 4 Jahre. Soweit so üblich. Manchmal sind es ja 3, oft 10 bei der Steuerhinterziehung, aber da sind es 4 Jahre gewesen. 2009, 10, 11 und 12. Und der Mann hat einige Dinge gemacht, die dem Finanzamt überhaupt nicht gefallen haben und die bei der Betriebsprüfung rausgekommen sind. Als erstes Mal gab es eine offene Ladenkasse. Das ist der Dauerstreit mit dem Finanzamt. Denn bei der offenen Ladenkasse können Sie ja nicht kontrollieren, was geht rein, was geht raus. Und es ging einiges rein und raus an Bargeld, was er nicht korrekt dokumentiert hat. So jedenfalls die Meinung vom Finanzamt. Er hat oft dazu geschrieben, dass das Darlehen waren, private Darlehen. Sowohl wenn es rausging, das Bargeld, als auch wenn es reinkam. Da wollte der Betriebsprüfer dann die Darlehensverträge sehen. Und genau die hatte der Mann nicht. Und er hatte zusätzlich auch noch 2 Häuser gekauft. Da hat die Betriebsprüfung dann gesagt, diese Häuser, das ist irgendwie verdächtig. Weise uns mal nach, woher du das Geld hast, um diese Häuser zu kaufen. Denken Sie mir dran, ne? Der Mann hat eine GmbH. Die GmbH hat die Häuser nicht gekauft. Aber das Finanzamt hat gesagt, wir prüfen alles, die GmbH und den Chef gleich mit, dem die Firma ja auch gehört. Und wenn der 2 Häuser kauft und uns nicht nachweisen kann, woher er das Geld hat, dann ist das schon mal verdächtig. Und er hat noch was gemacht, was dem Finanzamt gar nicht gefallen hat. Er hat privat mit Silber gehandelt. Das ist ein Weilchen her. Er hat gesagt, das hat er in den 90er Jahren gemacht. Er hat aus Elektroteilen das Silber, was da drin steckt, selber ausgebaut oder auch angekauft. Und hat das dann weiterverkauft, auch mit Gewinn. Das war aber verjährt, da konnte das Finanzamt nichts mehr machen. Trotzdem hieß es dann bei der Betriebsprüfung, okay, da läuft was nicht korrekt. In der Firma selber haben wir das Thema mit der offenen Ladenkasse und dann auch noch unklar, wie die Häuser gekauft worden sind. Die Sache mit dem Silber ist auch verdächtig. Dann hatte das Finanzamt diese berühmte Geldverkehrsrechnung gemacht. Und das läuft dann so ab. Das Finanzamt schaut sich die Kasse an, was reingeht und was rausgeht. Und es schaut sich auch die Kontoauszüge an von der Firma, aber auch die privaten Kontoauszüge. Und dann passiert es eben, dass das Finanzamt eins und eins zusammenzählt. Und in dem Fall hat das Finanzamt gesagt, okay, wir stellen hier fest, da geht deutlich mehr Geld raus, als reinkommt. Da muss was vorbeigelaufen sein an der Steuer. Das sind die sogenannten ungeklärten Vermögenszuwächse. So nennen wir das in der Steuersprache. Als nächstes ist das Finanzamt dann hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen eine Schätzung für eben das, was an der Steuer vorbeigelaufen ist und darauf wollen wir die Steuer haben. Unser Kläger hat dann die Steuerbescheide bekommen. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Und weil das Finanzamt den Einspruch nicht eingesehen hat, hat der Mann geklagt. Und so ist eben der Fall beim Finanzgericht in Münster gelandet. Was denken Sie, wie das Urteil ausgefallen ist? Die Richter beim Finanzgericht haben als erstes mal gesagt, okay, wir haben da ein Problem und das ist die Kasse. Diese offene Ladenkasse, die ist nicht korrekt. Das ist das Thema Kassenbuchführung, was wir immer wieder haben bei den sogenannten bargeldintensiven Betrieben, den üblichen Verdächtigen beim Finanzamt. Und da sagen die Richter ganz klar, da läuft was nicht korrekt.
Diese Bargeld, Darlehen, Einzahlung, Auszahlung, es gibt keine Verträge dazu. Außerdem sind nicht alle Belege von der Kasse aufgehoben, vieles ist vernichtet. Also da haben wir ein Problem. Da darf das Finanzamt eigentlich schon schätzen. Eigentlich schon, Sie wissen, warum ich das sage. Wenn Sie meine Videos kennen, dann wissen Sie, dass auch dann das Finanzamt eben doch nicht immer schätzen darf. Aber bei unserem Finanzgericht in Münster jetzt, die haben gesagt, da machen wir einen Haken dran. Da darf das Finanzamt schon schätzen. Aber das große Aber ist die Geldverkehrsrechnung. Die Richter haben klipp und klar gesagt, diese Geldverkehrsrechnung vom Finanzamt, dass mehr Geld rausgeht, als reinkommt, das darf das Finanzamt gar nicht machen, weil es geht ja hier um die GmbH, die Firma, die das Finanzamt prüft. Und die Sache mit dem Geldverkehr, wie viel Geld in Umlauf ist, das hat das Finanzamt bei dem Mann geprüft, der zwar der Chef von der Firma ist, der Geschäftsführer, dem sie auch gehört, aber der Mann ist ja eine eigene Person. Und die GmbH ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Das stimmt auch bei uns im Steuerrecht, im Gesellschaftsrecht genauso. Eine GmbH ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zur Einzelfirma. Die Einzelfirma ist immer mit der Person vom Chef, von der Chefin verknüpft, die sind identisch. Aber eine GmbH ist eine eigene Person, genauso wie unser Kläger. Die GmbH ist wie ein eigener Mensch in Anführungsstrichen, ist eine juristische Person. Und diese juristische Person muss getrennt werden bei der Steuer. Deswegen haben die Richter gesagt, die GmbH wird geprüft, okay, die hat auch ein Problem mit der Kasse. Auch soweit, okay. Aber was bei dem Chef vielleicht vorbeigegangen ist an der Steuer, was er nicht angegeben hat, was wir nicht wissen, und deswegen das Finanzamt die Geldverkehrsrechnung gemacht hat, das gilt nur für den Mann. Das darf nicht gegen die GmbH verwendet werden. Und so steht in dem Urteil drin, dass unser Kläger zum Teil Recht bekommen hat. Von den, Sie wissen noch, 4 Jahre, die das Finanzamt geprüft hat. Bei 3 Jahren hat das Finanzgericht gesagt, okay, die Steuer muss runter. Da geht die Schätzung mit der Geldverkehrsrechnung nicht. Bei einem Jahr, nämlich 2011, da hat die Firma wirklich das Problem mit der offenen Ladenkasse, die nicht korrekt ist. Und einen habe ich noch für Sie. Dieses Urteil vom Finanzgericht aus Münster, das ist rechtskräftig. Das bedeutet, das ist nicht in der nächsten Instanz beim Bundesfinanzhof, unserem höchsten deutschen Steuergericht, sondern das ist mit dem Urteil vom Finanzgericht abgeschlossen. Das bedeutet, Sie, wenn Sie so einen Fall haben in der Firma, dann können Sie sich darauf berufen. Und Sie können argumentieren, das Finanzamt, wenn es die Firma prüft, dann darf es beim Chef, bei der Chefin, Geschäftsführer, Gesellschafter keine Geldverkehrsrechnung machen, um damit dem Schwarzgeld auf die Spur zu kommen, sondern das Finanzamt muss immer bei der Firma bleiben. Wenn es privat gegen die Privatleute ermittelt, das kann es machen, ja, aber das darf es nicht bei der Prüfung, bei der Betriebsprüfung von der Firma gegen die Firma verwenden. Und der andere Teil vom Urteil, wo das Finanzgericht gesagt hat, wenn die Kasse nicht in Ordnung ist, so wie das Finanzamt das gerne möchte, wenn Sie sowas haben, dann brauchen Sie das Urteil natürlich nicht zu akzeptieren, denn da gibt es deutlich bessere Urteile von ganz oben, eben vom Bundesfinanzhof. Wenn Sie mögen, schauen Sie meine Videos dazu rein. Ich habe sie hier für Sie verlinkt. Wir sehen uns wie immer Montag und Freitag hier auf dem Kanal, wenn Sie mögen, um 18:30 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.